Hallo Leute, heute in Elektrotechnik 5 Minuten, Gaußsche Satz der Elektrostatik. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also wir haben uns ja schon mit dem Fluss beschäftigt und dieser Gaußsche Satz der Elektrostatik sagt jetzt Folgendes aus. Wenn ich hier eine Hülle bilde und meine kompletten positiven Ladungen, hier habe ich meine Ladungen drin, und hier bilde ich eine Hülle, also richtig so wie eine Decke, umhülle ich die kompletten positiven Ladungen. Und es dringen nur nach außen diese ganzen elektrischen Feldlinien hier. Da habe ich ja gesagt, okay, der Fluss ist ja definiert als hier über der Flächenintegral d und hier integriert über ein d-Achen, ein Flächenstückchen. Das haben wir ja mal aufgeschrieben. So, aber jetzt habe ich hier eine komplette Hülle. Und dann wird aus diesem Flächenteilchen hier, also wird ein sogenanntes Hüllenintegral, ein Hüllenintegral wird das hier, wieder über die elektrische Flussdichte, mal dA. Und jetzt ist das Besondere, weil ja das eine komplette geschlossene Fläche ist, sprich alle Linien müssen durch diese Fläche hinaus, egal wie groß die ist, ob die ganz klein ist oder nicht, also auf jeden Fall um die ganzen umschlossenen Teilchen hier drum und alle Pfeile müssen sozusagen durch diese geschlossene Fläche durch und somit ist dieses Hüllenintegral von der Flussdichte mal hier dA, das wird ja dann komplett die komplette Fläche, ist diese eingeschlossene Ladung. Und das ist echt cool. Also damit kann man sagen, okay, wenn ich die komplette Ladung umhülle, ich weiß die Ladung nicht, aber ich weiß die Flussdichte und ich weiß die umhüllende Fläche, dann kann ich mir in dieser umschlossenen Fläche in befindliche Ladung kann ich mir dann berechnen. Und das ist dieser Gaußsche Satz der Elektrostatik. Ja, Leute, das war's schon wieder zum Gaußschen Satz der Elektrostatik. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, abonniert hier meinen kleinen Channel. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Elektrotechnik in 5 Minuten.